Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe bei Body Shop bestellt und bei einer von Kleiderkreisel, von der habe ich schon ein, zwei Pakete mal bekommen. Bei Body Shop habe ich mir ein Body Scrub bestellt und zwar Winterjasmin, die hatten Sale, deswegen habe ich mir was geholt. Und zwar dieses. Ich finde das gut und ich finde auch die Cremen da gut. Die Körperlotion. Und das riecht so gut. Das riecht so. Ja, so eigentlich ist es auch für den Sommer und nicht für den Winter, finde ich, der Geruch. Das riecht so frisch, neutral. Also das gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich sehr. Also für mich ist der Duft eher mehr für den Sommer. Dann habe ich mir eine Body Lotion bestellt von die Fuji Green Tea heißt mit grünem Tee und weißen Antioxidantien. Was auch immer, sieht so aus und so drin. Ich gehe nicht mit dem Finger jetzt rein. Riecht auch so ein bisschen minzig. Also ist ja auch so gurkig. Für mich für den Sommer. Die hatten Sale. Wahrscheinlich haben die alle Winterprodukte da rausgehauen. Dann habe ich mir einen Body Scrub nochmal bestellt. Mit Festive Berry. So sieht das aus. Riecht auch eher frisch, aber riecht wirklich gut. Ich freue mich, das zu benutzen. Dann noch mal eine Shea Butter, eine Haarmaske. Da bin ich auch gespannt, weil von The Body Shop eine Haarmaske hatte ich noch nie. Und die sieht auch richtig gut aus und riecht sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es stört euch nicht. Mein Kleiner ist krank und der sitzt gerade. Dann ein Sofa. Schauergel mit Erdbeere. Das wollte ich auch mal. Ja, das ist auch so ein süßer, sehr süßer Duft, finde ich. Genau, das habe ich mir bestellt. Und halt noch ein größeres Paket. Von einer Dame. Da ist drin ein Fuß, wie sagt man, Fuß für die Hornhaut. Ja, habe ich selten, benutze ich eigentlich kaum. Ich benutze eigentlich immer so Cremes, die die Hornhaut runter machen. Dann von John Frieda ein Shampoo mit Honig. Das riecht nicht so extrem, deswegen behalte ich das. Eigentlich bin ich ja kein Shampoo-Fan, das wisst ihr. Dann von H&M eine Green Tea Maske. Sieht so aus. Bin ich auch gespannt. Obwohl ich muss sagen, ich bin kein Fan von Produkten von H&M. Gebe ich ehrlich zu. Weder Masken habe ich jetzt mal welche gehabt. Also, ich bin da kein Fan von. Dann eine Softening Cream für Face und Body. Für trockene Haut von Cetaphril. In dieser Variante. Dann eine Intensiv-Handcreme. Ja, sowas. Von Cosmos Natural Aperion und nochmal, das sind so Proben. Dann von Becker einen Primer, den First Light Priming Filter, den habe ich schon mal, aber das ist eine kleine Variante. Da freue ich mich auch. Dann von Avène ein Reinigung. Smooth. Das werde ich behalten. Avène habe ich, glaube ich, noch nie was benutzt.
Dann von Lancaster Skin Repair ein Serum. Sieht so aus. Dann von Avon nochmal. Sieht so aus. Das werde ich auch behalten. Das riecht sehr gut. Also ist für mich neutral. Ich mag so mehr neutralere Gerüche. Dann von Pomelo und Co. Ja, die Vanilla Boost werde ich behalten. Nutze ich ja öfters. Dann nochmal von Avene eine Maske. Ja. Sieht so aus. Werde ich behalten. Kostet 16,80 Euro. Dann ein Mikroderm-Regenerator, ein Cleanser von Contex, dann von Avene eine Make-up-Remover, werde ich auch behalten, da ich mich ja auch fast täglich schminke, von Ballet Pomelo ein Hair-Serum, werde ich auch probieren, weil das habe ich noch nie probiert. Von Avene nochmal ein Cleansing Foam. Ist auch interessant. Von Sanoflor ein auch ein Cleansing Wasser. Finde ich auch, habe ich noch nie. Ich kenne die Firmen teilweise gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Das riecht sehr nach Arzt, so. Ja, das riecht so mehr nach Arzt, so nach Desinfektionsmittel, so in der Art. Dann ein Serum von Nip & Fab, werde ich auch behalten. Dann von Avon eine Bodylotion, das werde ich auch behalten. Da ich Avon-Produkte eigentlich kaum getestet habe bisher. Und die sind ja, es geht ja eigentlich vom Preis. Ich habe mal geguckt, es ist noch im Rahmen. Genau, das war's auch. Ja, das war's. Und wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Tschüss.